Gold! Oh mein Gott! Ja! Hello YouTube! Herzlich willkommen zu einem weiteren Mountainbike-Video auf meinem Channel. Leute, ihr habt es richtig gehört. Ich bin endlich wieder in den Bikepark gefahren. Und zwar bin ich heute in Oberhof und das nicht alleine. Sondern ich habe heute Chris mit am Start. Was geht ab? Und Leon ist auch da. Leon spielt eine ganz wichtige Rolle, dass ich heute hier bin. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Mountainbike für mich. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, zusammen mit RLL Bikes, und zwar das Geschäft von Leon, seinem Dad. Bester Fahrradladen, falls ihr was braucht. Ihr wisst Bescheid, ist in der Beschreibung verlinkt. Und ich habe die Möglichkeit, mit den Jungs zusammen, natürlich hat Chris auch mitgeholfen, ne? Christian. Und ich habe die Möglichkeit, durch RLL Bikes ein paar Fahrräder zu testen. Und ich sag mal so, ich wurde heute ein kleines bisschen überrascht. Habe so ein günstiges Downhill-Bike bekommen, was ich heute mal fahren darf. Und zwar ist es dieses wunderschöne Ding hier. Das Pivot Phoenix, Freunde. Es ist wahrscheinlich das leichteste Downhill-Bike, was es gerade gibt, oder? Ist es auf jeden Fall. Ja? Ich habe jetzt das Gewicht nicht im Kopf, aber es wiegt knapp 15 Kilo sowas. Ja, das ist super leicht gefühlt, wiegt so viel wie mein BMX. Ihr wisst ja, Leute, ich bin nicht so der Technik-Dude. So, aber Leon hier ist ein Macher. Was haben wir denn alles an dem Bike verbaut? Also, ganz wichtig, erstmal zum Fahrwerk. Fällt direkt auf, Fox Kashima Factory Fahrwerk. Mhm. Mit der Fox 40er Gabel und dem X2 Dämpfer von Fox. Ja. Bremsen, Shimano Saint 4 Kolben Bremse. Mhm. Zusammen mit den Galfer Belägen und den Galfer Scheiben. Ansonsten, was hast du noch? Carbonrahmen, Vollcarbonrahmen. Schaltungstechnisch auch Shimano Saint. Also bist du eigentlich da auch eigentlich das Höchste, was es so gibt. Das Rad hat eigentlich nichts zu bemängeln. Also habt ihr mir das beste Downhill-Bike, was es zurzeit eigentlich gibt, dahingestellt. Ja, okay. Ja, Leute, auf jeden Fall ist das heute mein Fahrrad. Ich werde es heute testen. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem Mountainbike für mich, was ich dann länger fahren werde. Und falls ihr Ideen habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Fahrräder ich noch ausprobieren soll. Weil RLL Bikes hat super viele Fahrräder und da darf ich alles mal ein bisschen durchtesten. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, was ihr unbedingt sehen wollt. Und ich bin echt gespannt, wie die Maschine hier heute ist. Und natürlich, Freunde, ihr kriegt einen kleinen, kurzen Bike-Porn von diesem wunderschönen Fahrrad. Und dann gehen wir drauf auf den ersten Trail. Ich war schon so lange nicht mehr fahren, aber viel Spaß mit dem Fahrrad. Let's go! Es geht los. Was fahren wir jetzt hier für ein Ding? Langbikes Trail. Abfahrt. Boah, Junge, war ich lange nicht mehr hier drauf. Digga, Leon ist komplett weg von. Ah, chillig. Muss erstmal reinkommen. Boah, aber es fühlt sich schon gut an. Es fühlt sich schon sehr gut an. Boah, ich muss mich erstmal an das Fahrrad gewöhnen. Das ist krass. Erste Chance. Oh, nice, läuft. Woo. Sehr geil. Jo. Alter, ich merke auf jeden Fall schon, wie anstrengend es wieder ist. Und es wird heute sehr anstrengend. Okay, ich habe mal Chris vorgelassen. Boah, Junge. Drop in. Boah, ich bin falsch. Egal. Tragfin. Oh, nice. Jo. Die ist auch big hier. Machen wir vielleicht nächstes Mal. Alter. Boah. Ich muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen reinkommen, ey. Aber fährt sich? Fährt sich richtig geil. Aber ich fahre noch sehr vorsichtig gerade. Ja, und das kommt dann nach ein paar Abfahrten dann ein bisschen. Ja. Und es ist so anstrengend jetzt schon, ne? Ja. Holy shit. Geil. Okay, Freunde. Erste Abfahrt ist durch. Boah, ich muss sagen, es ist schon echt anstrengend, vor allem für die Unterarme und so. Aber das Fahrrad geht komplett ab, Mann, holy shit.
wie man da durchflaut, ne? Das ist mega geil. Das Coole ist, wir haben hier auch einen Airbag, Freunde. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht später auch ein paar Tricks damit über einen Airbag machen können. Das wäre natürlich mega geil. Okay, wir fahren hoch und dann schauen wir mal, welche Abfahrt wir als nächstes machen. So, nächster Trail, Leute. Mal schauen, ob ich diesmal an Leon dranbleiben kann. Ah, ich glaube, das wird schwierig. Sehr chilliges Stück am Anfang. Drop. Ach, der Drop. Ja. Schaut schon groß aus. Nein, es geht wirklich. Ist die Landung smooth? Ja. Ja, dann Abfahrt. Okay. Let's go. Okay, Leute, erster Drop des Tages. Mal gucken, was das Ding wird. Jetzt kommt der 2 Meter Drop. Boah. Fettes Wurzelstück. Jawohl. Boah, let's go! Junge! Okay, war doch höher als erwartet, Junge! Let's go! Ich glaube, da vorne kommt der nächste Drop. Schaut easy aus. Yo, let's go. Kleines Gap. Yo, nice. Boah. Okay, geil. Ah, Tumbline, glaube ich jetzt. Boah, Junge. Alter. Digga. Der Drop war auf jeden Fall höher als erwartet. Aber die zwei kleinen Gaps waren auch nice. Geil, oder? Hat richtig geil. Bock gemacht, ey. Ey, ich sehe ihn vom Drop reintreten, ne? Und mein Kopf sagt, fuck, ich muss reintreten. Digga, ich bin das Ding komplett ins Flat gesprungen, Alter. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht habe ich ein bisschen zu wenig Speed. Aber für mich lief es perfekt. Ja. Der Drop. Nee. Okay, jetzt hier ist Jumpline oder was? Ja. Ja, ich fahre einfach hinterher. Ja, okay, schau mal, wie ich an dir dranbleiben kann. Ja, blind muss man halt nicht übertreiben, ne? Aber, nee, aber wie gesagt, hier die ersten, also den roten und den da drüben geht locker. Okay, easy. Abfahrt, Alter, let's go. Let's go. Ich hab Bock. So. Boah, mein ganzer Schuh ist nass, Junge. Let's go! Oh, Junge! Ah, zu langsam. Fast das Bike verloren gerade eben. Ah, ich sehe, ich sehe. Boah, schaut aber geil aus. Bockt richtig. Aber, boah. Bisschen zu langsam. Ja, ja, für eine Jumpline ganz cool eigentlich. Du kannst halt theoretisch auch hier 2 Minuten hochschieben, kannst du wieder fahren. Ne? Ja, auch geil. Wollen wir es machen einmal? Ja, oder? Können wir. Okay, Leute, wir fahren noch mal kurz hoch. Dann schauen uns noch mal die Jumpline an. Dann ist sie vielleicht ein bisschen drin. Okay, Jumpline Nummer 2. Auf geht's. Let's go. Boah, diese Pfützen, Alter. Oh mein Gott, bei dem haut mich so rüber. Oh. Junge. Let's go. Ah, ich habe keinen guten Gang drin, Junge. Ah. Ich hatte keinen guten Gang drin.
Digga, du willst dich doch umbringen auf dem einen Sprung, oder? Ey, der eine, der haut mich. Alter. Ich springe und fliege 5 Kilometer zur Seite. Ey, jedes Mal mein scheiß Schuh, ey, Alter, wegen der Pütze. Ich springe an den Kleinen und komm fast neben dir auf, um da irgendwie... Holy shit, Mann. Okay, weiter geht's. Ja. Fazit nach der Jumpline. Das Bike ist richtig geil. Aber ich muss echt sagen, ich merke einen kleinen Unterschied zum Enduro-Bike zum Beispiel. Diese Doppelbrücke, das Downhill-Bike ist nicht so ganz so agil in der Luft, wie man halt mit dem Enduro ist. Deswegen bin ich echt am Überlegen, vielleicht auch als nächstes Mal ein Enduro zu testen. Aber ja, es macht übertrieben Bock. Ich komme voll gut rein. Wie bin ich vom Speed her? Ja, super. Ja, ich muss noch ein bisschen Speed üben. Und Leute, schaut mal, was hier aufgeblasen wird. Der Airbag. Vielleicht flippe ich heute noch mal. Mal gucken. Okay, Leute, wir fahren jetzt mal die Downhill-Line. Die ist krank, oder? Okay, ah, okay, mal schauen, ob ich meine Zähne anhaue. Leon kennt hier die besten Linien. Schön, Leon, du machst es schon. Ich verliere ihn eh nach 3 Sekunden, von daher. Boah. Ja, aber für was habe ich ein Downhill-Bike, Leute? Geht schon. Und weg ist der Leon. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Yo! Alter. Hey, aber mit dem Downhill-Bike geht's gut, ey. Junge. Oh, schon wieder Pfütze. Let's go, Alter. War gut, ey. Oh, geht's hier weiter? Boah. Boah, nice. Boah. Die ist ultra weich heute. Ich weiß nicht, ob der immer so weich ist. Oh mein Gott. Ja, okay, den Drop springen wir nicht. Boah, oh, Junge. Alter Vater. Lass die Füße oben, Junge. Boah. Junge. Ich glaube, ich hatte Ideallinie. So schnell ist hier noch niemand gefahren. Ah, ich hörte dich nur schreien hinter mir die ganze Zeit. Ah, war krass. Abfahrt. Let's go! Oh, fast! So, Freunde, wir sind auf der Enduro-Line hier in Oberhof. Mal gucken, was hier so geht. Oh mein Gott, ich sollte Leo nicht hinterherfahren. Holy shit, Bro.
Okay, Freunde, ganz kurzes Feedback zum Fahrrad. Ich muss sagen, es ist eine absolute Maschine. Das Pivot Phoenix ist das beste Downhill-Bike, was ich jemals gefahren bin. Ich bin zwar noch nicht so viele Downhill-Bikes gefahren, aber dieses Rad ist wirklich krass. Egal ob auf Jump-Lines, Downhill-Lines, Enduro-Lines, was wir hier auch gerade im Hintergrund fahren, oder auf irgendwelchen Flow-Lines, es macht einfach extrem viel Spaß. Durch das leichte Gewicht hatte ich so eine gute Kontrolle, vor allem auch beim Springen. Nur das Einzige, wo ich ein bisschen Probleme hatte, ist in engen Kurven, liegt wahrscheinlich auch an der Doppelbrücke und weil ich über ein Jahr nicht im Bikepark gefahren bin. Aber es hat wirklich viel Spaß gemacht, damit zu fahren. Und schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu dem Bike in die Kommentare. Da bin ich echt gespannt. Vor allem auch, welche Bikes ich noch testen soll. Ich suche ja eher ein leichtes, verspieltes Fahrrad, womit man auch viel springen kann und Tricks machen kann und so. Und deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich ein Downhill-Bike nehmen soll. Ich glaube, ich gehe da eher so in die Richtung Enduro, wo man vielleicht auch einen Barspin oder so oder einen Tailwhip vielleicht irgendwann mal damit machen könnte. Aber falls ich mich für ein Downhill-Bike entscheiden müsste, dann ist das Pivot Phoenix auf jeden Fall in der engeren Auswahl bei mir, weil es hat echt unglaublich viel Spaß gemacht. Und ihr wisst ja vielleicht noch vom Anfang, es ist noch eine Sache offen, und zwar der Airbag-Sprung. Und da gehen wir mal ganz schnell hin, Freunde. Ihr wisst ganz genau, was ich vorhab. Und zwar will ich einen Backflip versuchen. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Ich habe noch nie ein Big Bike geflippt. Aber ich glaube, das wäre die perfekte Gelegenheit, eins zu flippen. Und ja, die einzige Sorge, die ich habe, ist, dass wenn ich drauf lande, dann irgendwie wegbounce und drüber fliege auf den Boden. Aber ich denke, so weit werde ich nicht fliegen. Wünsche mir Glück, lasst ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, welche Tricks ich noch versuchen soll mit dem Big Bike. Aber Leute, bevor ich den Flip mache, will ich erstmal den kleinen Sprung springen, um zu gucken, wie die Landung ist. Dann den mittleren, dann vielleicht den großen noch. Aber ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Wird schon werden, ey. Los geht's. Geht eigentlich ganz gut. Boah, ich war glaube ich sogar ein bisschen zu schnell. Relativ ins Flat gedroppt gerade. Okay. Oh, dann nichts Größeres. Ja, geht eigentlich auch. War schon tricky, Leute. Schon ganz anders. Ich muss deutlich schneller sein, wenn ich den flippen will. Ich springe jetzt mal den Steilen, mal gucken, wie der poppt. Boah! Kickt schon gut raus, ne? Okay. Ich bin jetzt zum ersten Mal den großen gesprungen, war an sich schon nicht schlecht, aber das Landing macht mir echt Sorgen, ey, dass ich da irgendwie drüber baller. Und ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, dass ich das Fahrrad kaputt mache. Aber ja, Leon hat gemeint, ich muss mir keine Sorgen machen. Zur Not kaufen wir ein neues, oder? Okay, ich muss auf jeden Fall noch einmal Speed checken. Und dann ist es, glaube ich, einfach nur durchziehen. Ich habe nur echt Sorge, dass ich es nicht rumbekomme. Wobei es eigentlich so leicht ist. Es ist eigentlich fast so leicht wie ein Dirtbike, nur... Ja, ich muss halt komplett ausfahren, ne? Ein Fullface-Helm ist auch noch mal ein bisschen komisch, finde ich. Ich teste jetzt noch mal. Geht vielleicht noch mal rein. Versuche mal schön hoch rauszuziehen. Schauen, wie die Landung ist. Und dann komme ich vielleicht hoch und setze ihn durch. Mal gucken. Landing ist so solide. Abfahrt, ich mach den. Auch eine gute Höhe. War schön hoch, ne? Ja. Das kriegst du hin. Let's go. Okay, let's go.
Ja, Mann, Junge! Let's fucking go! Oh mein Gott! Yo! Ja, Junge! Alter, first try! Ja! Oh! Junge! Let's fucking go! Alter! Ja! Digga! Oh mein Gott! Digga, halt den Maul, oh mein Gott! Digga! Sau gut, Junge! Danke! Zwischenzeitlich habe ich gedacht in der Luft, oh, könnte ein bisschen kurz sein. Ah, ich weiß ja nicht. Oh mein Gott! Alter, wie geil! Oh. Junge! Ey. Digga, erstes Mal Big Bike flippen, ne? War schon gut. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vergesst das nicht. Oh, Junge. Let's fucking go. Das war so eine geile Session heute. Und ich sag's euch, das war der beste Abschluss für den Bikepark heute. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Fahrräder ich noch testen soll. Lasst unbedingt ein Like da. Ich hab die Kuh nochmal. Meine Beine sind am Zittern, ne? Das. Oh. Und ja, danke natürlich an die Jungs, dass ihr dabei wart. Ne? Schaut gerne bei Chris vorbei, schaut auch gerne bei Leon vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann! Jetzt geht die Bike-Session los, Junge!